United Nations stellt euch vor die Aufgabe, 4 Siedlungen der Mayas zu zerstören. Das Besondere an dieser Karte ist jedoch, dass ihr dies sowohl alleine als auch mit einem zweiten Spieler tun könnt. Aus diesem Grund findet ihr diese Karte auch nicht unter den Einzelspielerkarten, sondern unter den Mehrspielerkarten. Sie ist aber durchaus alleine spielbar, in dem Fall habt ihr sogar die Wahl, ob ihr als Römer oder Wikinger spielen möchtet. Ich selbst habe die Karte als Römer gewonnen. Der grüne Spieler ist vergleichsweise schwach, kann aber bereits nach 15 Minuten angreifen. Seinen ersten Angriff solltet ihr noch mit euren Startsoldaten abwehren können. Gelb kann theoretisch nach 30 Minuten folgen, ist aber defensiv eingestellt. Diese Siedlung produziert viele Soldaten, greift aber, solange ihr sie nicht durch Eroberung ihrer Türme provoziert, erst sehr spät und mit vergleichsweise wenigen Kriegern an. Lila wird nach 45 Minuten in den Angriff übergehen, ist aber nur etwa doppelt so stark wie Grün. Orange wird ebenfalls sehr viele Soldaten produzieren, fällt sich aber ebenso wie Gelb relativ passiv. Auch wenn sie später aktiver wird, setzt die nie ihr volles Aggressionspotenzial ein. Euer KI-Verbündeter wird relativ schnell das Zeitliche segnen, da die KI auf dieser Karte schlecht expandieren kann. Praktischerweise müsst ihr euch auch keine Sorgen darum machen, dass die Mayas in euer Gebiet siedeln könnten. Ihr könnt eure Verteidigung also an einem Ort bündeln und auf Türme an anderen Orten verzichten. Die Startposition ist zur Verteidigung vielleicht nicht ideal, aber ausreichend. Im späteren Verlauf könnt ihr auch das Gebiet eures Verbündeten übernehmen, um die dortigen Rohstoffe zu nutzen. Das Startgebiet der Römer grenzt an Gebirge mit Kohle, Gold und Stein, wobei ein großer Teil der Goldvorkommen durch Bäume blockiert werden, die von Holzfällern nicht entfernt werden können. Eisen findet ihr in den Gebirgen östlich und nördlich des Startgebiets. Bei den Wikingern sieht es etwas weniger chaotisch aus. Eisen, Kohle und Stein befinden sich bereits direkt innerhalb ihrer Grenzen und Gold findet ihr südlich des Startgebiets. Im Osten befindet sich ein weiterer Berg mit viel Kohle und Gold, allerdings ist dieses Gebiet sehr nah an der gelben Maya-Siedlung. Außerdem gibt es zwei Lager mit Waffen und Gold, die ihr benötigen werdet, um die ersten Angriffe überleben zu können. Das Lager für die Römer findet ihr in einem Tal nordöstlich ihrer Startposition, während das der Wikinger ein kleines Stück südöstlich ihrer Startposition platziert wurde. Da wir direkt Zugang zu Gold haben, empfehle ich Level 3 Bogenschützen zu priorisieren und eure Verluste mit Hilfe eines Lazaretts zu minimieren. Wenn ihr als Römer spielt, wird Gold ein kleines Problem darstellen, da wie bereits erwähnt einen großen Teil eures Vorkommens nicht nutzen könnt. Expandiert also früh in Richtung Wikinger und übernehmt bei Gelegenheit ihr Gebiet, ohne dabei dessen neuen Besitzer zu provozieren. Wenn ihr stattdessen als Wikinger spielt, dürftet ihr damit weniger Probleme haben. Dank der vielen Bäume, die ihr roden müsst, um Bauplatz zu schaffen, werdet ihr zumindest als Römer auch nicht viel Bedarf für Förster haben. Als Römer werdet ihr wohl auf eine Mana-Produktion verzichten müssen, da es kaum Hügel gibt. Die Wikinger könnten aber durchaus in eine solche Produktion investieren. Während ihr die feindlichen Angriffe abwehrt und eure Armee aufstellt, solltet ihr überschüssiges Gold in einige Sets Zierobjekte investieren, da Level 3 Soldaten viel von hoher Kampfkraft profitieren und ihr spätestens im Kampf gegen Gelb und Orange in der Unterzahl sein werdet. Euer erstes Ziel sollte der grüne Spieler sein, der nicht nur der Schwächste ist, sondern auch Zugang zu reichlich Rohstoffen besitzt. Sobald ihr sein Gebiet erobert habt, könnt ihr euch hier wirtschaftlich richtig austoben. Beachtet nur, dass ihr am besten etwaige Lager für Waffen und Gold sowie Kasernen an eurer Startposition deaktivieren solltet, da eure Siedler sonst die Waren sinnlos hin und her tragen werden. Generell hatte ich auf dieser Karte das Gefühl, dass das Spiel nicht mehr mit der Verteilung von Aufgaben hinterherkommt. Nachdem Grün besiegt wurde, sollte Lila folgen, anschließend Gelb und Orange. Lasst dabei aber nie eure Verteidigung außer Acht, da defensiv eingestellte KIs sehr sprunghaft agieren und mit recht großen Armeen angreifen können, wenn sie sich provoziert fühlen. Schaut euch nicht davor, mit Dieben und Bogenschützen die Soldatenproduktion und Angriffsfähigkeit einer KI zu unterdrücken, wenn ihr die Möglichkeit seht. Solange ihr diese Tipps beachtet, sollte die Map in etwa 9 Stunden in-game-Zeit zu schaffen sein.